Wir sind wieder beim Üben für den Strahlensatz in der Praxis. Wir haben gestern was gemessen, das werden wir dann gleich vorstellen. Aber machen wir uns nichts vor. In der Praxis den Strahlensatz anzuwenden, heißt letztendlich immer irgendwie, den dafür auszunutzen, für Sachen, wo man nicht rankommt. Ne? Einfach Gesetzmäßigkeiten, wo man nicht rankommt. Ich nehme mal wieder unseren klassischen Strahlensatz. Und jetzt nehmen wir mal an, so, also unsere klassische Skizze. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten hier so einen ollen Teich. Und wir wollen die Breite des Teiches ausmessen. Naja, das lässt sich schwer machen. Ich kann nicht sagen, ich nehme hier ein Maßband und renne hier durch den Teich durch. Wenn ich Jesus wäre, würde ich es machen, aber geht nicht, ne? Das wäre so ein typischer Fall, wo man das machen kann. Ich glaube, ich muss jetzt hier nichts weiter tun. Man sagt, man stellt hier entsprechende Flöcke auf und peilt dann über die Ecken und so weiter. Das ist alles nicht das Problem. Ich kann Folgendes messen. Ich kann diesen Abstand messen. Ich kann diesen Abstand messen, weil ich auf dem Land lang gehen kann. Ich kann auch diesen Abstand messen. Wobei, ich sage nochmal, Achtung, ich mache es mal in hellgrün. Wir brauchen die gesamte Strecke. Also nicht vergessen, die beiden roten Teilstrecken zusammenzuzählen. Dann hätten wir hier diesen. Das geht immer so weiter. Genauso kann man es machen. Ich beziehe mich übrigens, wer noch nicht nachgeguckt haben sollte, wir sind so ungefähr auf den Seiten 270 und folgende im Buch. Seite 270, FF heißt folgende Seiten. Genauso gibt es da ein Beispiel, aber das fällt uns dann alles auch in der Praxis immer wieder ein, dass ich sagen könnte, das wäre, ja, na, nee, mach ich erst das andere Beispiel. Das ist noch schicker. Wenn ich zum Beispiel an einem Fluss stehe, wo ich einfach nicht rüberkomme, ich habe hier einen Fluss und ich komme wirklich nicht rüber, also ich möchte aber die Breite des Flusses gerne haben, ja, dann nehme ich den Strahlensatz dieser Art, indem ich sage, okay, dann nehme ich mir Punkte an Land, die ich fest markieren kann und richte mir entsprechend hier eine Strecke ein, die ich abmessen kann. Abmessen kann heißt, also bedeutet also, ich kann diese Strecke abmessen, ich kann die abmessen. Die muss allerdings parallel zu der sein. Das muss ich so entsprechend an Land schon festlegen. Und dann kann ich diese Strecke messen bis hierher, bis zum Uferpunkt. Das geht. Ja, und wenn ich diese Strecke dann haben will, dann ergibt sich also wieder das entsprechende. Hier, die grüne, die will ich haben. Und auch da, also solche Beispiele herzustellen, das ist nicht das Problem. Ja, was in der Optik auch immer wieder vorkam, ist, dass wir, da haben wir wieder dieses Modell des Strahlensatzes, dass wir da Linsen haben. Sammellinsen erzeugen ja ein umgekehrtes reelles Bild. Also ich habe hier zum Beispiel eine, nee, so, ich habe hier einen Gegenstand und diesen Gegenstand, den kann ich mir auf der anderen Seite abbilden. Ich kann also sagen, hier habe ich einen Parallelstrahl, der wird zum Brennpunkt hingebrochen. Ich habe hier einen Mittelpunktstrahl und demzufolge entsteht hier auf der anderen Seite ein anderes Bild davon. Das steht allerdings auf dem Kopf. Hier oben dieser Punkt entsteht hier. Und demzufolge kann ich dieses Bild hier hinmalen und so weiter und so fort. Habe ich das richtig gemacht? Nee, da das Thema in Optik noch nicht dran war, das kann passieren. Lassen wir das mal in diesem Fall weg. Sonst wird es zu schwierig. Aber diese Modelle, die haben wir immer wieder. Und jetzt kommen wir auf unsere Praxis zu sprechen. Wir hatten uns gestern, wie heißt die Kirche? Die große, wo wir waren. Marienkirche, ne? Ja. Wir waren gestern bei der Marienkirche und haben uns mit, lass das eine Uhr sein da oben, und wir wussten, dass die Uhr einen Durchmesser hat von 5 Metern. Und wir haben da gepeilt, und zwar haben wir es so gemacht, dass wir ein Lineal genommen haben, also ein normales Lineal. Das Lineal haben wir da oben in Richtung Kirchturm gehalten. Und auf dem Lineal haben wir ein weiteres Lineal verschoben und haben praktisch dann gemessen, wie das aussieht. Also hier einfach so lange hin und her geschoben, bis wir hier eine anständige Strecke hatten. Und dann konnte man, ich mach's mal in Blau, dann konnte man praktisch auf diesem Lineal in Anführungsstrichen messen, wie viel Zentimeter war das Zifferblatt dann groß. Die Skizze, die müsste dann so aussehen, dass wir sagen, okay, hier wieder unsere Strahlen.
die sich hier im Auge sozusagen kreuzen. Dann mache ich das mal so. Dann hatten wir hier unser Lineal. Und ich verzichte jetzt mal auf den Rest hier. Das ist mir jetzt egal. Es geht mir bloß um diesen Teil. Und dann haben wir gesagt, und hier hatten wir dann das weitere Lineal und da konnte man dann drauf messen. Diese Arbeitsskizze ist denkbar schlecht. Da macht man dann eine übertriebene daraus. Und das sieht dann so aus, dass wir sagen, zack und zack. Hier sind die 5 Meter. Das ist arg übertrieben, aber man kann besser bezeichnen. Und hier haben wir die entsprechenden Strecken, mit denen wir arbeiten können. So, jetzt mal ganz kurz, welche Werte hatten wir da? Also, wir haben mal die Werte zusammengetragen. Das waren hier nur 2 cm. Wenn ich das hier raufschreibe, dann wird es immer denkbar schlechter. Und hier, das sind 36 cm. Wer damit zurechtkommt, nichts dagegen, aber ist ein bisschen gefährlich. Hier ist es eindeutiger. Wir wollten aber die Länge, also die Weite bis zum Kirchturm haben. Nochmal von der Seitenansicht. Wir kommen nämlich dann zu einem zweiten Teil. Wir standen so vor der Kirche. Hier oben hatten wir die Uhr. Wir standen hier schräg und haben hier hochgepeilt, ne? Also das war unsere Grundsatzaufgabe. Auf die kommen wir aber gleich nochmal zurück. Ja, jetzt ist es relativ leicht. Wir setzen ins Verhältnis. Wir sagen also, die Gesamtlänge verhält sich zu 5 Meter. L zu 5 Meter. Genauso wie, Achtung, jetzt müssen wir wieder mit der entsprechenden Strecke anfangen, wie 36 cm zu 2 cm. Wunderschön, es kürzt sich wieder. Hier entsteht eine 18 und wenn ich dann mal 5 Meter nehme, dann habe ich L ist gleich 18 mal 5. Die Zentimeter haben sich gekürzt, es bleiben Meter übrig, also es kommt eh was Richtiges raus. Sind 90 Meter, ne? 5, 18, ja, 90 Meter. 90 Meter waren wir also vom Zifferblatt entfernt. Wohlgemerkt, schräg. Das heißt also, hier, das war L. Diese Distanz. Wir waren 90 Meter schräg vom Zifferblatt entfernt. Und jetzt gehen wir mal zurück in die 8. Klasse und machen daraus noch Folgendes. Wie hoch war das Zifferblatt angebracht? Das wussten wir auch. Das hatten wir schon im anderen Video nochmal aufgeschrieben. Und jetzt kommt aber die große Frage, wie weit standen wir vom Turm entfernt? Denn das können wir dann ermitteln. Wie gehen wir bei? Also wir haben jetzt ganz schnell mal den Pythagoras angewandt und haben dann gesagt, gut, dann sind das 75 Meter, 90 Meter, entsprechend die Quadrate davon abgezogen, dann bleibt das hier unten übrig, x. Hier dieses x, darum ging es. Rund 50 Meter waren das und da kommt man ganz gut mit hin. Das passt. Eine andere Geschichte.